Der Verkehrskollaps. Er ist wieder da. Und ich glaube, da hat meine Stimme gerade sich ein bisschen überschlagen. Aber das sollte sie gar nicht. Warum ist unsere Abwasseranlage nicht am Laufen? Weil es zu wenig Heizung gibt. Sehe ich das richtig? Die Heizkraft ist aber eigentlich noch da. Ja, ne? Das alte Problem. So, und warum bist du jetzt nicht? Ah, okay. So, geht doch alles wieder. Pumpt es schön ab. Warum habt ihr hier Probleme mit Polizei? Hohe Kriminalität hier ist doch. Polizeiwache. So viel ist hier an Verkehr noch nicht los. Also hier kann ich es verstehen, dass hier zu viel Verkehr ist. Das ist klar. Wie ist das eigentlich hier mit dem? Bringt das irgendwas? Ja, fährt immer mal so ein Hansel rein. Ja, aber nicht, ist nicht so viel, ne? Es ist auch hier so am... Der Verkehr nach außen ist gering bisher. Also ich hatte ja Angst, dass erstmal hier quasi das nur reinfahren zu wenig ist, weil einfach die Leute dann irgendwie dann zwar drin sind in der Stadt, aber nie wieder rauskommen. Aber das hat bisher nicht den Effekt, den ich befürchtet hatte. Wo wir halt nochmal gucken müssen. Ist halt hier, ne? Ich glaube, ich mache es diesmal so, dass ich direkt von hier aus Kreuzungen setze. Das heißt, hier geht's raus. Und hier geht's rein in die Stadt und hier geht's raus. Und hier geht's rein in die Stadt. Und dann machen wir das hier auch nochmal so. Wir wollen ja auch hier nochmal die Autobahnen ein bisschen verlängern und so weiter. Erstmal. Ach, das ist schief, oder? Das ist doch hässlich. So. Ja, jetzt ist es ein bisschen länger. Aber gut. Das ist mir jetzt erstmal egal. Wir machen jetzt erstmal so, dass wir einen Zubringer von dieser Seite abknapsen. Schön so aus der Kurve heraus. Das funktioniert natürlich nicht. Das ist manchmal etwas komisch. Man will doch keinen, also nur so nach rechts gedrehten Autobahnabzweiger haben, oder? Das ist, wenn man dann so stark machen muss, damit das überhaupt funktioniert, finde ich es irgendwie ein bisschen komisch. Na gut. Wollen wir oben drüber gehen? Wir gehen mal oben drüber. Oh, das ist bereits belegt. Also manchmal denkt man sich so ein bisschen, ja, könnte irgendwie ein bisschen besser sein. Ja, Ort ist bereits verlegt, habe ich verstanden. So. So. Sowas ärgert mich dann. Das gibt's doch nicht. Also, so würde es so viel besser aussehen. Aber das funktioniert ja leider einfach nicht, ne? Zum Heulen. Okay, dann muss es so aussehen. Ist ja klar. Und hier setzen wir das so und hier gehen wir dann unterirdisch. Schöner, so. Da muss ich. Das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich unterirdisch gerne baue. Dann regt man sich am Ende dann nicht so krass darüber auf, wie kacke man gebaut hat. Das ist der eigentliche Grund. Muss man jetzt einfach mal sagen. Ach. Ja. Mm-hmm.
Ist gut, Marsch, Marsch. Und dann bist du auch unnötig. Unnützig. So, ach, guck mal, was für ein schöner, sehr, sehr langer Aufgang. Naja. Hier wird sowieso wahrscheinlich nicht mehr so viel entstehen, ne? Sagte er und baute tausende von Sachen. Ich baue es mal so ein bisschen weiter weg. Es ist eigentlich schon relativ weit weg, ne? Bauen wir es mal so. So, und dann kann ja hier eigentlich erstmal so aussehen. Ja. Und da haben wir schon mal die erste Verbindung. Super. Wie geht's denn so weiter? So, jetzt muss ich mal gucken, welcher wer hier was war. Ich glaube, da habe ich beide in die Richtung gebaut, ne? Das geht natürlich nicht. Aber wir wollten. Der geht raus, ne? Ne, der geht rein. Der geht raus, okay. Super. Gut, dass ihr da jetzt gerade langfahrt. Das heißt, der müsste reingehen. Doch hier benutzen wir wieder die gute alte Möglichkeit, unterirdisch zu fahren. Und das Ding ist dann der Weg nach oben. So. Und der ist relativ einfach wieder zu besorgen, ne? Da müssen wir einfach nur. Ne? Ja, relativ einfach. Relativ. So ein schöner Zubringer. Super. Auch relativ groß alles. So wie es sein soll. Und direkt daneben ist so eine schöne Haltestelle mit unglaublich vielen Leuten. Die Leute benutzen dieses öffentliche Verkehrsmittel durchaus. Steigen dann auch nicht ein. Super. Weil die in die andere Richtung fahren wollen. Die Straßenbahnen in die andere Richtung sind, die gefragt sind. Die sind aber zu dem Zeitpunkt hier scheinbar schon voll. Aha, okay. Deswegen kann hier auch niemand rein. Ergibt Sinn, ne? Aber ich hoffe mal, dass jetzt zumindest die Autos ein bisschen weniger hier langfahren. Was nicht danach aussieht. Super. Aber vielleicht pendelt sich das ja noch ein. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Setz mich nur ein bisschen mehr hin. Da kann so ein Park hin, da wo diese größere Leerstelle ist. Haben wir nicht vorhin irgendwas, was wir. Ja, ich glaube, das ist Schuh-Rauf-Ding hier. Zack. Und hier hatten wir, glaube ich, auch nochmal so einen. Wo hatten wir noch so einen? Ja, hier. Ach, da habe ich schon was hingebastelt. So eine Oberschule. Ah, dann können wir sie hier basteln? Nein, natürlich nicht. Ein Park. Ich bräuchte einen Park, der da hinpasst. Das sieht auch ganz nett aus. Was ist das? Ach, das ist auch noch eine Schlittschuhbahn. Das andere ist so eine Sportschlittschuhbahn. Das ist hier diese normale, oder? Das ist hier so Eishockey. Okay. Ja, also es nimmt schon mal ein bisschen was weg. Aber natürlich müssen wir wahrscheinlich hier auch irgendwann nochmal ausbauen. Okay. Jetzt haben wir sehr, sehr viel Bevölkerung, die sehr, sehr gerne. Oh, die sind da schon richtig gut. Die sind schon direkt Level 5 Residence. Die sind wahrscheinlich alle umgezogen von hier, weil sie keinen Bock mehr drauf haben. Denkt sich, boah, hier mit dem Stau und so, das geht ja gar nicht. Und es ist auch besser geworden, ne? Wahrscheinlich hier unterirdisch natürlich immer noch der Riesenstau. Aber selbst hier, ne? Also zumindest hier, bis hierhin staut es sich nicht mehr. Und auch hier, die fahren ja auch alle durch. Ist es besser geworden. Das alles nur dadurch, dass wir hier eine Einbahnstraße gebaut haben. Das ist verrückt. Was wollte ich noch machen? Achso, ich wollte mal die Linien noch ein bisschen ändern, weil hier sind wir jetzt irgendwie 15
Niederlinien. Muss ich jetzt ein bisschen mal hier einstellen, etwa. Hier unterschiedliche orange Linien zum Beispiel. Schönes Orange. Okay, aber das. Das ist alles die blaue Linie. Krasse Scheiße. Sehr riesig. Das habe ich gemacht. Nein. Nein, nein. Wer soll denn da langfahren überall? Das interessiert doch keinen. Gucken wir mal. Aber die werden, glaube ich, ganz gut genutzt, ne? Also. Ja, ja. Wie kann man die. Die Haltestelle selbst. Kann die auch? Hallo? Die Haltestelle ist hier vorne, oder was? Oder hält der einfach nicht hier? Nicht, also ich würde jetzt sagen, dass das die Haltestelle ist, aber die kann man irgendwie nicht anklicken. Ja, scheinbar. Muss man vielleicht in das extra Menü? Nein, muss man nicht. Ich dachte, wir hätten das auch schon gemacht. Aber ihr seht, hier kann man nicht dran klicken. Die wollen alle nur nach rechts, ne? Die wollen alle nur in die eine Richtung. Aber da kommen irgendwie nicht so viele. Der denkt sich hier auch, oh, wow. Passt schon. Und es ist sogar schon so viel Verkehr, dass hier schon dass sich gleich ein leichter Rückstau bildet. Wollen natürlich eigentlich noch hier rein. Hier hat noch gar keiner Bock drauf. Und wir setzen jetzt unsere ersten Punkte hier. So, mal guck ich mal. Ich würde sehr gerne zwei Sachen. Einmal würde ich gerne hier eine Bahnanbindung machen, damit die LKWs ein bisschen weniger werden. Und zweitens würde ich auch hier nochmal gucken nach den Rohstoffen und genau hier in der Mitte. Boah, das ist ja genau das, wo wir hinwollen. Dann würde ich jetzt einfach mal sagen, bauen wir nochmal so ein Industriegebiet hier. Ein bisschen zu weit sogar. Brauchen wir es nicht. Obwohl, wir könnten eigentlich auch dieses. Na, jetzt haben wir es so gemacht. Und. Ach nee, da müssen wir da drauf drücken. So, und jetzt haben wir hier Farmgebiet. So, und jetzt ist die Frage, wie basteln wir diese Farmpunkte? Ich glaube, dass dieser Bereich sehr, sehr überlastet wird. Das heißt, ich versuche hier möglichst wenige Kreuzungen reinzubauen. Die größten Kreuzungen sollen auf diese Seite. Und genau so mache ich das jetzt auch. Ich versuche jetzt einfach mal das so, dass wir hier ein paar schöne Kreuzungen haben werden. Einmal hier. Und dann setze ich das hier rein und hier rein. So, und das sind jetzt die großen zwei Kreuzungen und die werden jetzt durchzogen von kleineren. Verbindung haben. Ne, da kommt eine größere Verbindung hin. Hm. Na, springt da so. Bringt es jetzt was, hier zwei Straßen zu bauen? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir bauen jetzt hier einfach mal ein bisschen durch die Mitte so. Da geht einer raus. Dann können wir tatsächlich, glaube ich, hier noch sowas bauen. Und
Dann bin ich mal gespannt, was da dabei rauskommt. Und wie gesagt, auf der anderen Seite werde ich dann... Ja, wobei, man könnte es auch hier bauen. Vielleicht hier so in die rein, wenn man das so löscht. Oder hier. Und dann macht man unterirdische Zugverbindungen. Das könnte man auch alles machen. Hm. Industrie wird auf jeden Fall hier jetzt überall reingesetzt. Und dann gucken wir mal, ob sich hier was ansiedelt. Das sieht doch schon mal gut aus. Naja, die guten nie zu erntenden Obstplantagen. Ein bisschen komisch ist es ja schon noch. Aber gut, ist halt. Ich bin echt überrascht, dass es hier so gut funktioniert. Das ist unglaublich. Vielleicht haben die Leute auch einfach keinen Bock mehr hier einkaufen zu gehen und denken sich, okay, ich werde hier einkaufen. Das ist halt noch so eine der Sachen, die ich nachgründe, ne? Das kann auch bestimmt noch ein bisschen schöner werden. Zum Beispiel, indem man nochmal so einen Rudel hinbaut. Auch hier hin. Tada! Hm, aber die wollen noch ein bisschen. Die brauchen noch. Huch. Was wollen wir denn nochmal bauen? Noch eine Langlaufstrecke? Hier so? Hm. Finde ich ein bisschen doof. Eine Hüpfburg? Oh, eine Hüpfburg. Finde ich, hat irgendwie ein bisschen was mit so Läden zu tun. Ja, ist denen noch immer nicht genug. Na gut. Man muss ja auch nicht überall gleich die Riesenläden haben. Da können wir uns dann später noch drunter ab. Ach. Wir brauchen aber noch Läden, ne? Das heißt, hier wahrscheinlich relativ nah zu den Autobahnzubringern wäre wahrscheinlich so ein Laden nicht schlecht. Warum ist hier nicht... Ach, das ist unser Hundepack. Gucken wir mal, sind da eigentlich Hunde drauf? Da ist ja gar kein Hund. Betrug. Betrug. Kein einziger Hund. Denen ist allen zu kalt, ich sage es euch. Denken sich auch. Warum muss ich denn da raus? Bei der Kälte. 20 Grad. 20 Grad Fahrenheit. Oh mein Gott. Deswegen ist auch die ganze Zeit so kalt. Nee, wir hatten doch minus... Nein. Wir hatten vorher kein Fahrenheit. Ich bin mir relativ sicher, dass wir keine Fahrenheit hatten. Wo ist hier der? Der automatische Tag-Nacht-Zyklus. Ja. Dynamisches Wasser, ganz großartig. Hier, Celsius. So, jetzt kommt doch, dass wir hier Fahrenheit messen. Wahrscheinlich habe ich jetzt die ganze Zeit falsch gemacht. Oh mein Gott, peinlich. So, aber jetzt sind es hier... Ah, doch. Doch, so ungefähr so kalt war es auch die ganze Zeit. Fahrenheit, wer misst denn in Fahrenheit? Fahrenheit würde, glaube ich, in der, also, die haben ja alle so ein Aggregat, ne, was ja, wie könnte man das nennen? Je nachdem, wann es kocht, wenn es seinen Gefrierpunkt hat, dann in die 100er Messlatten macht, 100er und Nuller. Und ich glaube, bei Fahrenheit ist es halt Alkohol oder so. Das ist ein bisschen strange, muss ich gestehen. Geht es hier einen Stau der Straßenbahn? Sehe ich das richtig? Straßenbahnen stehen im Stau. Das ist ein bisschen traurig. Und warum stehen die im Stau? Mir fährt hier nicht. Hauptsächlich die Straßenbahn. Habe ich so das Gefühl. Ich finde, die blockieren den Weg unglaublich. Also, viel krasser als noch Busse. Finde ich ein bisschen schade. Weil irgendwie damit die Sinnhaftigkeit von Straßenbahnen so ein bisschen entfremdet wird. Wie sind denn da drin? Oh, null Leute. Gucken wir mal, wie das sonst so weitergeht.
Und der hier, wer steht dann jetzt die ganze Zeit? Ist aber doch niemand. Also jetzt könnte er doch durchaus mal weiterfahren. Ah, jetzt geht er auch mal weiter. Steht er jetzt hier? Also hier ist ja auch unser einziger Punkt, wo quasi sich Straßenbahn und Auto auch die gleiche Straße teilen, ne? Also jetzt aber ganz gut drüber weggekommen. Jetzt hat er 64, 25. Ich sehe schon, wir müssen wieder aufhören. Aber wir machen jetzt hier noch ein bisschen, wir fahren jetzt noch ein bisschen Straßenbahn. Viele Straßenbahnen unterwegs auf jeden Fall. Aber hier steigen nur Leute aus die ganze Zeit. Vielleicht aber auch jetzt, weil es Nacht ist, da wollen die Leute wahrscheinlich eher nach Hause. Oder zu den Geschäften. Ich glaube eigentlich, es soll so sein, dass die Straßenbahn eher bei den Geschäften, die Leute erst zu den Geschäften gehen, abends. Jetzt hier null Leute. Ja, hier wird wahrscheinlich nicht so viel los sein. Das werden wir natürlich alles noch bebauen und dann wird das hier irgendwie mehr Sinn haben, aber jetzt fährt hier ich eher so ein bisschen durch die Prärie. Also es ist schon von der Taktung relativ gut, ne? Also da fährt die eine los, da ist die andere eigentlich so gut schon wie wieder da. Schade, dass es nicht sowas gibt wie Effizienz des Straßenbahnsystems. Also es gibt ja das hier, ne? Da steht aber, glaube ich, nichts über die Effizienz generell. Wie viele Passagiere genommen werden in der Woche, wobei ich das auch eine sehr, sehr mysteriöse Bezeichnung finde. Also, was bedeutet das denn? Also, sind jetzt 16 Haltestellen, 6 Fahrzeuge und 177 Passagiere. 177 Passagiere? Wie jetzt? Die in so einem Tick hier dazu dabei sind? Oder, also, die da ein- oder aussteigen? Wie bemisst sich das? Naja. Aber ich glaube, wir müssen schon wieder Schluss machen. Ja, es ist auf jeden Fall jetzt, was das Straßennetz angeht, wieder etwas interessanter geworden. Und vor allem bin ich mal gespannt, wie das hier weitergeht. Die Bauern sehen ja so aus, als wären sie nicht ganz so zufrieden, was ihre Arbeitskräfte angeht. Da müsste noch was, glaube ich, passieren. Okay, dann verabschiede ich mich für dieses Mal und wir sehen uns im nächsten Mal. Ciao.